Deutschland, nur ein Hirngespinst, eine GmbH, von fremden Mächten besetzt. All diese Theorien und was an ihnen dran ist, wollen wir in diesem Video auf den Grund gehen. In der Öffentlichkeit sind die sogenannten Reichsbürger in den letzten Jahren, vor allem durch Fälle wie den folgenden in der Gemeinde Georgensmünd in Bayern im Oktober 2016 bekannt geworden. Hier rückte ein Sondereinsatzkommando aus, um die Waffen eines sogenannten Reichsbürgers zu beschlagnahmen. Als sie sein Haus betraten und durchsuchen wollten, hatte sich der Reichsbürger Wolfgang Plan mit einer Waffe in einem Zimmer eingeschlossen. Als die Polizisten sich dem 49-Jährigen näherten, eröffnete er das Feuer auf sie und verletzte 4 Beamte. Einer der Beamten verstarb am nächsten Tag an seinen Verletzungen. Ein paar Monate vor diesem Tag hatte der Reichsbürger seinen Personalausweis abgegeben und seinen Wohnsitz abgemeldet, auch wenn er noch weiter im selben Haus gewohnt hatte. Er gab an, die deutsche Staatsbürgerschaft abgelegt zu haben. Wolfgang Plan war außerdem mit den Organisatoren von Nügida, also dem Pegida-Ableger aus Nürnberg, befreundet und hatte auf Facebook verschiedene antisemitische Verschwörungstheorien geteilt. Absurderweise wurde er trotzdem bis zu diesem Tag im Oktober von der Polizei als ungefährlich eingestuft. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze und Institutionen nicht an und sehen sich weiterhin als Bürger des Deutschen Reichs, wahlweise des alten Kaiserreichs vor dem Ersten Weltkrieg oder des Deutschen Reichs in den Grenzen von 1937. Damit zählen sie große Teile von Polen und Teile von Russland und Frankreich mit zum Deutschen Reich. Die Reichsbürgerbewegung hat viele Anhänger und es werden auch immer mehr. Die Anzahl der Reichsbürger wird von den Behörden offiziell auf rund 20.000 geschätzt. Davon sind die meisten in Bayern, in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen. Sie fallen besonders durch Aussagen auf, die für die meisten Leute extrem absurd klingen. So behaupten sie, dass Deutschland nicht souverän ist und immer noch besetzt wird, dass Deutschland nur eine GmbH ist, woraus sich auch der Name des Personalausweises anstatt eines deutschen Passes erklären würde. Ebenso lehnen sie das Grundgesetz ab, da es keine vom Volk beschlossene Verfassung sei. Die Reichsbürger haben in vielen Orten guten Kontakt zur lokalen AfD, NPD und anderen faschistischen Organisationen und auch einige Unterstützer bei der Polizei und dem Militär. Dazu kommt noch, dass ein großer Teil der Reichsbürger bewaffnet ist, also legal oder illegal Waffen besitzt. Aktuell gibt es einige verschiedene Organisationen der Reichsbürger. Die Bewegung ist also nicht komplett einheitlich. Wir haben uns hier mal einen sehr bekannten Ableger der Reichsbürgerbewegung angeschaut, nämlich die selbsternannte Exilregierung Deutsches Reich. 2004 gründete sich die Exilregierung Deutsches Reich in Hannover. Sie beansprucht, der rechtmäßige Nachfolger des Deutschen Reichs zu sein und hat in ihrem Programm die Wiederherstellung der Grenzen von 1914 inklusive der alten deutschen Kolonien. Dabei verwendet sie die Reichskriegsflagge mit dem Eisernen Kreuz als Fahne, die auch von verschiedenen anderen faschistischen Organisationen getragen wird. Der sogenannte Reichskanzler der Exilregierung des Deutschen Reichs ist Norbert Schittke. Schauen wir uns doch mal an, wer dieser Mann genau ist. Schittke, der sich selbst Fürstregent Norbert Rudolf aus der Familie Schittke zu Rompkehall nennt, hat eine jahrzehntelange Geschichte in verschiedenen rechten Organisationen. 1991 war er für die Republikaner in den Hildesheimer Kreistag eingezogen. Danach war er noch in verschiedenen rechtskonservativen Vereinigungen aktiv, bis er dann Teil der selbsternannten Exilregierung wurde. Schittke glaubt außerdem noch an eine Reihe von wirklich verrückten Verschwörungstheorien, bei denen sich Esoterik und faschistische Ideologie vereinen. Dass er an Chemtrails glaubt, sollte niemanden wundern. Mit Chemtrails ist die Verschwörungstheorie gemeint, nach der die Kondensstreifen hinter den Flugzeugen am Himmel in Wirklichkeit Chemikalien sind, die ausgesprüht werden, um große Teile der Menschheit zu vergiften und auszulöschen. Er glaubt auch, dass Außerirdische die Welt besuchen, die sogenannten Aldebaraner. Die würden sich immer mit dem Stärksten und Besten zusammentun und deshalb hätten sie sich auch mit Adolf Hitler zusammengetan. Dem faschistischen Deutschland hätten die Außerirdischen mit ihrer Technologie weitergeholfen. Zum Beispiel sollen sie zusammen mit den Nazis Reichsflugscheiben, also UFOs, gebaut haben. Wenn man sich Videos oder Dokus zu den Reichsbürgern auf YouTube anschaut, dann hat es oft etwas lächerlich-komisches. Man kriegt das Gefühl, dass diese Leute mindestens sehr dumm oder auch einfach komplett wahnhaft und verrückt sind.
Dieser Gedanke ist leider ein Trugschluss. Wie wir anfangs bei Wolfgang Plan gesehen haben, sind viele dieser Reichsbürger brandgefährlich. Sie sind bewaffnet und bereiten sich auf einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland vor, um entweder das Kaiserreich, eine Form von Militärdiktatur oder den Faschismus wiederherzustellen. Dabei ziehen sich Rassismus und Antisemitismus wie ein roter Faden durch die ganze Bewegung. Die Exilregierung sagt selbst über den deutschen Faschismus: Lassen Sie sich unsere ganze Geschichte nicht an einem kleinwüchsigen, dunkelhaarigen, schmalbärtigen Herrn festmachen und verteufeln. Damit sind Sie auf einer Linie mit Gauland und der AfD. Und genau hier muss man besonders aufmerksam sein. Die Reichsbürgerbewegung muss man im Kontext der gesamten faschistischen Bewegung in Deutschland sehen. Sie sind ein weiteres Puzzlestück in dem großen Gesamtbild von Faschisten, die offen oder verdeckt auftreten. Teile von ihnen sind bewaffnet, andere geben sich bürgerlich und sitzen im Parlament. Sie alle eint aber ein rassistisches und antisemitisches Weltbild, genauso wie der Hass auf alle Demokraten, Sozialisten und Kommunisten. Gerade die Reichsbürger scharren mit den Hufen und warten auf den sogenannten Tag X, den Tag, an dem die Exilregierung endlich in den Reichstag einkehren kann. Besonders mit Blick auf die zehntausenden Mitglieder sollte einem klar sein, dass diese faschistischen Verschwörer nicht zu unterschätzen sind. Ich hoffe, dir hat das Video zu den Reichsbürgern gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da und hilf uns, das Video zu verbreiten. Teile es auf Social Media, auf Facebook, auf Twitter und wir sehen uns beim nächsten Video.